In diesem Tempo der Zeit entsprechend haben wir auch unsere Show in diesem Sinne geformt. Und wir beginnen gleich mit 4 Kurzszenen, sogenannten Blackouts, nicht? Am Ende, wenn die Pointe kommt, wird es schwarz, black und dann ist aus. Out, nicht? Blackout, nicht? Dann wisst ihr, es ist zu Ende. Wir lachen auch noch, aber jedenfalls, man weiß, die Szene ist zu Ende. Gleich die erste Szene, also erste Kurz. Blackout spielt in einer Gaststätte im Zeichen unseres heimischen Fremdenverkehrs, der eine große Aktivpost unserer Handelsbilanz ist, nicht wahr? Und wir bemühen uns um unsere Fremden, das werden Sie ja gleich sehen. Kurzum, der Heimische bemüht sich, dem Fremden das ihm noch fremde Heimische durch Heimische heimisch zu machen, damit sich niemals unsere Fremden mit Befremden entfremden. Schauen Sie sich das an. Herr Prokop, schon lange nicht das Vergnügen gehabt. Er sei doch Bier wie gewöhnlich. Ja, und wenn's mal Salzstangen dazu geben. Salzstangen, ja, kommt selbstverständlich. Bonjour. Ein Fremder. Ein Fremder. Kompliment, Monsieur. Bonjour. Prokop. Menü angenehm. Ui. Ja, ich setz bitte weit dorthin. Ja, bitte. Bonjour. Prokop. Menü kommt sofort. Wenn vielleicht inzwischen Platz nehmen wollen. Platz. Mettez-vous en marche. Bonjour. Prokop. Sagen Sie, warum stellen Sie sich immer wieder vor? Ja, bitte, der stellt sich auch immer wieder vor, sagt immer Bonjour, ne? Ja, aber wieso denn? Bonjour heißt doch auf Deutsch guten Tag, ne? Ach so, ja, das kann ich ja nicht wissen. Bonjour. Prokop! Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fernseher und Seher, das war also ein Blackout in der üblichen Form, kurz und mit einer kräftigen Pointe. Aber wir sind ein Zeichen des Tempos und wollen diese Blackout diminuendo, also immer geringer und geringer im Zeittempo, Ihnen zeigen. Und zwar wollen wir das immer, also jetzt, was war ja eine Szene gespielt, jetzt wollen wir, also was braucht man zum Blackout? Einen Satz, eine Antwort, ja oder nein, und den Satz, wo schon der Blackout enthalten ist, also die Pointe. Das wollen wir jetzt zeigen, und zwar spielt es in einer Bar. Und die Hauptperson ist ein Playboy, also Spielknabe, ich weiß nicht, wie Sie das übersetzen wollen. Also einer, der in den Tag hinein, respektive in die Nacht hinein lebt, nicht wahr? Er wird nicht so alt wirken, wie er wirkt, wenn er sich nicht so jugendlich gebärden würde, wie er sich gebärdet, nicht? Aber so einer hat einen großen Vorrat an Alkohol und Damen fortwährend und benimmt sich ziemlich daneben, nicht? Und wenn er sich wie ein Viech benommen hat, sagt er, entschuldigen, man ist halt auch nur ein Mensch, nicht? Schauen Sie sich das an. Sind fesche Kotzen da? Nein. Gott sei Dank. Das war natürlich kürzer und so, wie ein Blackout sein soll. Aber es ist uns immer zu lang. Wir wollen es immer kürzer werden lassen. 2 Sätze ist zu viel. Ein Satz müsste genügen, ein einziger Satz. Den ganzen Text und die Pointe beinhaltet, muss eine komische Situation umschreiben. Es gibt ja Sätze, die eine ganze komische Situation auf einmal erfassen können. Zum Beispiel, wenn eine Frau ihrem Liebhaber zuflüstert, jetzt rasch einen Kuss, meinem Mann ist der Zwicker in die Bohle gefallen. Nicht? Das ist eine komische Situation. In einem Satz, nicht? Wir haben einen noch ziemlich kräftigeren Satz, ich bitte schon um Entschuldigung, einen kräftigen Satz, der die ganze Beinhaltung dieses Blackouts in sich birgt. Und zwar ist ein zerstreuter Professor, die Hauptperson, bedient sich daher, Irren ist menschlich. Schauen Sie sich das an. Noch rasch telefonieren. Ja.
Ja, wir Professoren sind sehr zerstreut. Ja, wissen Sie, durch eine ganze Witzsammlung, eine ganze Alpen, ganze Bände von zerstreuten Professoren Witzen gibt es, nicht? Angefangen von dem Professor, der so zerstreut ist, dass er am Frühstückstisch das Ei küsst und seine Frau mit dem Löffel auf dem Kopf hat. Und diese ganzen Dinge, also das wollen wir vergessen. Aber es war ein einziger Satz war der ganze Blackout, nicht? Das ist noch zu viel. Ein Wort müsste genügen, ein einziges Wort bildet Inhalt, Text und Pointe des nächsten Blackouts. War nicht leicht drauf zu kommen. Ein einziges Wort, also ein Mann, ein Wort, das heißt in dem Fall zwei Männer, ein Wort. Die zwei Männer, die einander auf nächtlicher Straße begegnen, bisschen also alkoholisiert, nicht wahr? Und dann kommt also, ist einander begegnen, kommt dieses betreffende Wort. Ein Wort, vier Buchstaben. Also passen Sie auf Ihr Wort, passen Sie auf Ihre vier Buchstaben. Schauen Sie sich das an. Ein einziges Wort, noch zu viel. Ein Buchstabe müsste genügen. Bitte, ich weiß nicht, welchen Sie gerne haben, was Ihr Lieblingsbuchstabe ist, aber Sie haben das ganze Alphabet zur Verfügung, nicht? Gott sei Dank, es gibt ja nicht viel Alphabeten, ich meine Analphabeten, nicht? Analphabeten, ich meine, es ist nicht so wichtig, wie viele Leute in dem Land lesen und schreiben können. Wichtiger ist vielmehr, was diejenigen lesen und schreiben, die es können, nicht? Aber wir möchten Ihnen das ganze Alphabet zur Verfügung stellen, um sich einen Buchstaben auszusuchen. Das heißt, zur Ansicht senden wir das ganze Alphabet der Reihe nach. Und aus diesen einzelnen Buchstaben der Reihenfolge des Alphabets entsprechend machen wir einen Blackout. Der ganze Text ist unser ABC. Schauen Sie sich das an. A. B. C. D. E, F, F, G, H, I, J, K, L, O, Q, R. S. T. U. V. B. X. C. Lohn. T.